Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Wir gehen jetzt nach Taranis. Warum habe ich das getan? Und zwar, weil ich einmal geguckt habe, warum ich hier nicht an den legendären Gegenstand rankomme. Ich wollte wissen, ob man den erklauen kann, muss. Und dann habe ich noch geguckt, welcher eine mir fehlt. Keine Ahnung. Es tut mir leid, ich habe mich da ein bisschen gespoilert. Ich wollte das so. Das ist schon in Ordnung. Ihr braucht mich nicht gegen mich selbst verteidigen. Was mich relativ zufrieden gestimmt hat, ist nicht, dass es... Also ich habe so gelesen, so anfänglich, und habe geguckt, ist das vielleicht irgendwo, wo ich noch nicht war oder so, und dann hätte ich aufgehört, war es nicht. Da stand nämlich bei der Liste einfach die Gebiete, und wäre es ein Gebiet gewesen, das ich noch nicht habe, vielleicht kommt ja noch irgendein Special-Gebiet oder so, keine Ahnung. Es stand hier in der Magierbibliothek, im zweiten Stock gibt es ein Buch, das uns darüber informiert. Ja. Das habe ich mir angelesen. Wo ist denn... Hallo. Ach nee, du sagst den Spruch einfach nur so. Hier soll irgendwo ein Buch sein. Ist das hier das Buch? Ist das hier das Buch? Hier steht was von einer Das hier ist der erste Stock, oder? Dann ist das hier der zweite Stock. Bin mir immer so unsicher, wann etwas als zweiter... Nee, eigentlich bin ich mir nicht unsicher. Ich laber scheiße. Tut mir leid. Bin gerade ein bisschen... hibbelig, weil ich jetzt nachgeguckt habe. War damit das hier gemeint? Raus hier! Ja. Also es wurde gesagt, Magier-Dingsbums, zweiter Stock. Ich kann mir vorstellen, dass es aber das bei Zacharias vielleicht noch meint. Obwohl ich natürlich erstmal hier überall gucken werde. In einem der Räume. Vielleicht habe ich es darum übersehen. Ich glaube, es soll ein Buch sein. Ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf, den Wortlaut. Da! Die Ausbildung am Schwert war seine Leidenschaft, bis er sich zur Ruhe legte. Die magische Scheide seines Schwertes war vollkommen abgenutzt. Vermutlich nahm er sie mit in sein Grab auf Kila. Ah ja. Mehr wollte ich nicht. Oh. So, denn jetzt habe ich zumindest alle Hinweise und wo die Sachen auf Kila sind, werde ich jetzt raus. Und übrigens, habe ich das schon gesagt, der Typ, der auf Kila, bei dem wir schon wussten, dass er einen legendären Gegenstand hat, der uns den aber nicht geben wollte, auch wenn wir ihn verkloppt haben, der ist einer, der mit seinem Messer wirft. Ja? Das ist vielleicht, wir müssen ihn besiegen da. Das ist der Trick. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass wir das machen müssen. Okay, da hinten ist der Schatz. Das bringt mich ein Boot vielleicht direkt dahin. Nein. Aber wir können ja so machen. Oh, ich wollte abspringen. Ich bin nicht abgesprungen. Ganz ehrlich, so selten wie ich in diesem Spiel bisher Messer werfen hatte, wäre ich nicht drauf gekommen, dass ich dafür ein Messer werfen muss. Tut mir leid. Und naja, dann wissen wir jetzt, hier sind zwei Gegenstände und der letzte ist dann auf Kalador. Da muss ich mich dann auch nochmal umgucken, wo der ist. Aber den werden wir auch schon finden. Und dann habe ich da die alle. Und dann bin ich glücklich, weil das möchte ich zumindest schaffen. Alle legendären Gegenstände, ich meine alle Quests, also ein bisschen utopisch, aber alle legendären Gegenstände, das habe ich bisher immer geschafft. Und also in diesen zwei, eins gab es sowas ja nicht. Also zumindest nichts, was direkt legendärer Gegenstand hieß. Schläfst du? Nö, du bist tot. Aber liegt der einfach trotzdem noch? Der lässt sich nicht unterdrücken. Der genauso. Finde ich gut. Hallo. Wo genau ist der Schatz jetzt? Irgendwo in die Richtung. Ich nehme einfach mal hier den Weg. Scheint ja zu funktionieren. Ach, hier das Grab, das kenne ich ja. Das ist mir sogar tatsächlich aufgefallen. Und was haben wir da sonst noch drin, außer des legendären Gegenstandes? Verschlissene Schwerter. Schwerter plus 10, sehr gut. Zeug. So, dann teleportieren wir uns jetzt mal... hierhin? Nein, Moment, wo ist es? Ich finde da das Piratenlager nicht mehr. Und ich
glaube, wann wirft der Messer? Ich glaube, mittags stand in dem kleinen Hilfetext. Ich habe das Spiel übrigens komplett neu gestartet. Der rum. Warum läuft denn ihr so komisch? Ja, dann werde ich halt schlafen bis mittags. Entschuldigung. Denk nicht mal dran. Ich sehe es sofort, wenn du was klaust. Okay, ich werde mich da ins Zimmer... Warum laufen die alle so komisch gegen die Wände? Ich habe das Spiel neu gestartet, daran kann es nicht liegen. Es tut mir leid, vielleicht muss ich meinen PC neu starten. Vielleicht ist beim Absturz irgendwas hängen geblieben, was berechnet, wie die Leute vernünftig zu laufen haben. Keine Ahnung, ich kenne mich da auf der technischen Seite nicht aus. So, Buddy sollte jetzt Messer werfen gehen. Tut er das? Ja, und dann müssen wir ihn auch noch besiegen. Lass uns Messer werfen. Na schön. Aber von mir kriegst du kein Gold. Und was ist dann dein Einsatz? Ein ganz besonderer Gegenstand. Ein Monokel. Ein Monokel? Ja, ich sage dir, wer das bei sich trägt, der sieht die Dinge klarer. Auf los geht's los. Los geht's. Na, wenn du meinst. Na, dann wirf mal. Ich frag mich, wer das Rad da immer dreht. 2. Ich frage mich, wie gut er ist. Die 5 liegt sehr gelegen. Jetzt bin ich aber gerade gar nicht mehr drin. Wie ziele ich nochmal? Mit den Pfeiltasten? Ah nein, Rechtsklick, genau so war das. Tja, es kann nicht immer klappen. Wie wirft man nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Wie mache ich, dass diese Anzeige rechts da losläuft? Oh, er ist gut. Ich halte die rechte Maustaste gedrückt. Ah, okay, und da muss man die linke Maustaste gedrückt halten. 3 Punkte immerhin nicht. Ah, ne, das sind 4. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt noch schaffe, aber... Hey, ich glaube, er ist besonders gut. Vielleicht war es aber auch nur Glück. Oh. Jetzt sind die 5 Punkte ja eigentlich schon eine Pflicht, fast. Ich weiß es auch nicht. Wie hoch muss es dafür sein? Nein, das ist zu doll. Haha, jetzt zieh ich dich ab. Da hätte ich da hinten fast jemanden abgeworfen. Jetzt kann ich ja kaum noch gewinnen. Er hat daneben geworfen. Okay, ich kann noch gewinnen. Ich bräuchte jetzt aber wirklich 5 Punkte, wenn es geht. 2 doll? Ja. Okay, ich krieg's nicht hin. Nur wenn er Minuspunkte irgendwie macht, kann ich jetzt noch gewinnen. Wow. Verloren. Hey, Entschuldigung. Später noch mal. Da habe ich seinen Text übersprungen. Wir machen es nochmal. Los geht's. Oh Gott, ich muss Messer werfen, besser werden. Ja, das ist zu toppen. Oh, ja, perfekt. 5 Punkte. Wow, volle Punktzahl. Nicht übel. Ja, danke. Sein Kommentar war irgendwie sehr abwertend. Oh, jetzt war er umso abwertender, wenn er es auch einfach macht. Wieso konnte ich nur die 1 treffen? Hätte ich noch leichter machen sollen? Wieso war die Anzeige links, rechts so komisch? Wieso war da nur ein roter Balken? Ich dachte, der unterste, es sind immer 3 und der unterste zeigt an unten die Unterseite der Scheibe und so weiter. Oh, er steckt da genau drin am Rand. Aber das könnte was werden. Natürlich, jetzt macht er wieder 4 Punkte.
Fühlt sich besonders cool. So kann ich nur noch ein Treffen. Okay, dann weiß ich zumindest jetzt, dass ich das rote Ding erwischen muss. Das war viel zu doll. Verdammt, das war nicht klug. Weiß immer. Ich glaube, ich verstehe das mit den roten Teilen so langsam. Ich habe gerade gesehen, dass sie sich bewegen, während man das macht. Okay, mein letzter Wurf. Hat er danach noch einen? Hier habe ich zwei... Nee, nur eine aufzuholen. Nein, zu leicht. Oh Mann. Was sagt er jetzt? Hey, endlich habe ich etwas gefunden, wo ich richtig gut drin bin. Ja, fick dich. Ich mach dich jetzt fertig. Man kann seine Würfe echt nicht überspringen. Das finde ich ein bisschen nervig. Bei GTA 4 zum Beispiel, beim Bowling, kann man die Würfe der Gegner eher überspringen. Das wäre hier auch angemessen gewesen. Zu doll. Das kann nicht immer klappen. Ah, seine Kommentare werden gerade richtig nervig. Ich bin nicht gut in diesem Minispiel. Auch wenn ich es jetzt verstanden habe, wie diese rote Anzeige rechts funktioniert. Also, ich präsentiere so. Jetzt sind diese drei linken, da können wir treffen. In der Mitte, der ist der grüne, also rechts der Balken rote, in der Mitte ist dieser grüne und so weiter. Wenn ich es jetzt nach hier mache, können wir die drei treffen. So könnten wir theoretisch, können wir so nicht sogar vier treffen? Nein. Und naja, und wenn man ganz nach rechts geht, ist nur dieser eine drin. Obwohl, nee, da ist gar keiner mehr drin. Da ist die 5, die will ich haben. Na, das war gut. Ja, perfekt. Wow, volle Punktzahl, nicht übel. Jetzt trifft er auch die 5. Komm, ihr werdet sehen. Nein, er trifft die 1. Wow, niedrigste Punktzahl, nicht übel. Obwohl, nein, man könnte daneben werfen. Das wäre noch schlechter. Ja, das war gut, sehr gut. Verdammt. Haben die Messer sich gerade... Habe ich die ineinander geworfen? Ich glaube, ich komme dem legendären Gegenstand um einiges näher gerade. Oh ja, wenn er so wirft. Und wenn die 5 da so schön steht. Ja, das ist doch einladend. Er hat noch einen Wurf, oder? Dann kann er ja gar nicht mehr gewinnen. Ist eine Zweiheit, jetzt kann er das auf jeden Fall nicht mehr. Ich will es aber jetzt nochmal mit der 5 machen. Tja. Gewonnen. Wie hast du das nur gemacht? Du hast doch hoffentlich nicht betrogen? Sehe ich so aus, als hätte ich das nötig? Nein. Gut, dann rück mal den Gewinn raus. Ja, ja. Hier, das Monokel und dein Einsatz. So, dann gucken wir uns das an. Oh, Entschuldigung, ich habe diesen tollen Sound übersprungen. Wir haben uns auch die zerschlissene Schwertschein noch nicht richtig angeguckt. Hat so manchen Kampf überlebt. Und das Monokel, oder Monokel, wie sie es sagen. Oh, das ist ganz hübsch. Hilft einem dabei, seinen Fokus länger aufrecht zu erhalten. Würde ich sagen, jetzt können wir aber wirklich weg von hier erstmal. Oder? Legendäre Gegenstände, da fehlt nur noch das Opfermesser und das ist auf Kalador. Bei den Waffen habe ich übrigens nicht nachgeguckt. Das wollte ich nicht. Ich meine hier. Ich glaube nach Kalador, das ist allgemein jetzt eigentlich eine ganz gute Idee. Hier waren wir überall. Krabbenküste, Daranis. Die Nebelinsel vielleicht noch. Na, Patty wird da nichts. Nein, da wird es nichts geben, oder? Wer ist denn da? Gibt's da irgendwie jemand? Doch, ich glaube, da ist irgendwer. Ich weiß gerade noch nicht, wer. Können Patty mal fragen, ob sie da irgendwen kennt. Meinst du, wir könnten dein Talent auf dieser Insel einsetzen? Da muss ich passen. Ich will hier so schnell wie möglich wieder weg. Diese Insel ist mir unheimlich. Na gut. Anmerkungen zur aktuellen Lage? Warum mussten sich die Soldaten ausgerechnet diese verfluchte Insel aussuchen? Idioten. Typisch Inquisition. Ständig stecken sie in irgendwelchen Schwierigkeiten. Okay. Das war's dann für die Nebelinsel. Auf nach Kalador. Sonst bleibt uns ja gerade eh nichts mehr. Müssen ja mit Eldrick sprechen. Hör mal. Ich denke, ich habe da eine Idee, wie wir hier auf Kalador Gold machen können. Tatsächlich?
Ja. Ich hörte, die Leute hier haben eine große Taverne. Ich werde mich da mal umhören. In Ordnung, aber sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Also, triff mich bei der Taverne. Vielleicht haben wir ja Glück. Bis später. Wie du meinst. Dann würde ich sagen, können wir hier jetzt auch einfach wegfahren, theoretisch? Ist sie dann, oder kommt sie dann wieder an Bord? Was müssen wir hier machen? Das Geisterritual? Irgendwas hier noch? Ja, wir können eigentlich direkt zur Taverne gehen, zu Patty. Können wir eigentlich machen. Hier ist ja direkt ein Teleporter. Bin ich wahrscheinlich theoretisch sogar schneller als sie, aber... Ja, das funktioniert ja nicht so richtig. Patty! Ha? Ist da unten Patty? Ja, da ist sie. Hallo! Verdammt, wo bleibst du denn? Ist ja gut, ich bin ja jetzt da. Wieso bist du so aufgeregt? Wieso? Dieser Dreckskerl von einem schmierigen Händler in der Taverne hat mich begrapscht, darum. Wo ist der Kerl? Sein Name ist Kramer. Er steht in der Taverne und macht große Sprüche über Gold und Reichtum. Ich dachte, ich höre mir mal an, ob an seinen Geschichten etwas dran sein könnte. Er brauchte nicht lange, da zerrte er schon an meinen Klamotten. Also entweder du gehst jetzt da rein und regelst das. Oder ich schieße das Schwein über den Haufen. Ich glaube, ich mach das dann lieber, Patty. Denn der Mann könnte uns noch Informationen geben, bevor du ihn erschießt. Kramer? Du bist nicht Kramer, du bist Travis. Wie Taverne irgendwie. Irgendwie ist das bei mir im Kopf verbunden. Bist du das? Nee, bist du der... Ist das der Typ, den ich schon so oft verkloppt habe? Ich hörte, du bist ein recht aufdringlicher Bursche. Wie bitte? Was soll das heißen? Man sagt, du fasst hier die Frauen an, auch wenn sie es gar nicht wollen. Wer sagt das? Meine Schwester, du Schleimbeutel. Hey, nur keinen Ärger, Kumpel. Am besten, wir vergessen die Sache einfach, okay? Gold. Gib mir dein Gold und wir vergessen die Sache. Aber können wir nicht noch einmal drüber reden? Gib mir einfach dein Gold und ich bin weg. Ja, ja, hier hast du es. Und jetzt lass mich in Frieden, okay? 850 Gold. Kann ich dich jetzt noch fertig machen? Nee, schade. Ich dachte, jetzt könnten wir ein Arsch sein und einfach trotzdem draufhauen. Haha, ich laufe am Rande. Ob Patty das gefallen wird, dass wir quasi sich für 850 Gold der Begrabschung freigegeben haben? Ich denke, Kramer ist genug gestraft. Na gut, dann belassen wir es dabei. Jetzt lass uns aber ganz schnell wieder von hier verschwinden, ja? Dieser Ort geht mir langsam auf die Nerven. So, jetzt habe ich die Nase voll von der Goldsucherei. In Ordnung, ich danke dir. Durch deine Hilfe haben wir eine Menge Gold gemacht. Ich hoffe, du setzt es vernünftig ein, Brüderchen. Wir haben noch einen schweren Weg vor uns. Ich decke dir den Rücken. Aber Logo. Anmerkungen zur aktuellen Lage? Die Dämonenjäger sind auch nur ein weiterer Volksstamm, der versucht, wieder Ordnung ins Chaos der Südsee zu bringen. Wenn du mich fragst, ist das nur ein netter Versuch, mehr nicht. Dazu sollten diese Idioten erst unter Beweis stellen, dass sie es schaffen, sich vernünftig zu organisieren. Obwohl, du kannst mitkommen. Komm mit. Gut. Und jetzt gucken wir mal nach dem stumpfen Messer. Wo soll es denn sein? Henrik. Händler, Nahkampftrainer. Ja, dann gehen wir mal mit dem quatschen. Kann es sein, dass ich vielleicht auch da Wässer werfen oder Armdrücken? Ja, Armdrücken vielleicht machen muss. Ich könnte es mir gut vorstellen. So viel Platz, aber sonst haben wir ja alles probiert. Bist du das? Schiff doch lieber. Heimweh? Ach was. Konzentrieren wir uns auf unsere Aufgabe. Oh, das sieht der hier oben. Da war doch was. Ah, da bist du ja. Was? Morgenshut. Ich guck ganz genau. Nein,
Schwein scheint nicht da zu sein. Kannst du mir was beibringen? Deine Schwertkampfkunst ist jetzt beinahe so gut wie meine. Mehr kann ich dir nicht beibringen. Und wenn ich das schon sage, dann kann es auch niemand anders. Na, immerhin. Wir haben aus dem Gespräch was geschöpft. Ich denke, er ist ein... Benimm dich hier. Ich glaube, hier gibt es nur Armdrücken. Das ist ja wohl ein Armdrücker. Ich weiß nicht, wann er Armdrücken macht. Von daher probiere ich jetzt die ganzen Zeiten aus. Oh Gott, ihr seht euch fast zu ähnlich. Das ist gruselig. Mach hier keine Dummheiten. Lass mich da durch. Du willst doch hier nichts klauen. Henrik. Schade, dass ich nicht irgendwo nachgucken kann, was die gesagt haben, wann die Armdrücken machen. Kann man das hier vielleicht irgendwie lesen? Nee. Da müssen wir jetzt warten. Ui, eins fehlt. Oder gibt's hier irgendwo noch Schießen? Nein, aber da hinten ist Eldrick. Mit dem muss ich ja eh sprechen. Boah, die sind auch so arschlangsam. Ja, genau. Das Schnarchgeräusch passt hier sehr gut. Welcher ist Henrik? Komm, geh da ran. Komm, zum Morgen ein bisschen Abend... Nein. Mittags vielleicht. Ist auch so ein Mittagsschläfer. Wir werden es probieren, bis wir die richtige Zeit haben. Du bist nicht Henrik. Wo ist denn Henrik? Können wir ihn vielleicht fragen? Nee. Na, jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass er vielleicht abends mal... Ich meine, wer erdrückt nur Mitternacht? Arme, ja genau. Total toll angepasst, das Sprichwort. Oder die... Ne, nicht die, das Sprichwort, sondern einfach... Diese Wortzusammenstellung, Armen und Drücken. Da kommt er. Ach komm, bitte geh dahin. Und bitte sag, dass du mir dann den legendären Gegenstand gibst. Ja, perfekt. Drücken wir eine Runde. Immer doch. Aber pass auf, dass ich dich nicht über den Tisch ziehe. Solltest du es wieder erwarten, schaffen, mich zu schlagen, gibt's eine besondere Belohnung. Ein alter Opferdolch. Jeder, der so ein Teil mit sich führt, wird Wurfdolche in Zukunft besser beherrschen. Also, halt dich ran. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich glaube, es war irgendeine Taste ganz oft Spiel. Ah nein, genau das war's. Und das war einfach. Einfacher als das Messer werfen, auf jeden Fall. Gewonnen! Du hast fair gewonnen. Ich dachte zwar für eine Sekunde, ich schaff dich, aber rums war der Arm unten. Hier, den Dolch und das Gold bin ich dir wohl schuldig. Damit du mich nicht arm machst, bin ich dafür, dass wir in Zukunft um kleinere Einsätze drücken. Ja. Und stumpfes Opfermesser. Dolche. Plus 10. Es hat hunderte Rituale vollbracht. Ich habe alle legendären Gegenstände. Achievement? Nein. Ich bin nicht enttäuscht. So, Eldrick, wir haben alles bereit. Nochmal zum Geisterritual. Zacharias wird uns beim Geisterritual helfen. Das ist gut. Ich wusste, auf den alten Magier ist Verlass. Die Schamanin Shani wird uns beim Geisterritual helfen. Sehr gut. Die Eingeborenen werden oftmals unterschätzt. Gut, dass sie auf unserer Seite ist. Die alte Margolotte auf Kila stellt sich für das Ritual zur Verfügung. Es gibt sie also wirklich. Viele Legenden erreichten mich über ihr Auftauchen in den letzten Jahren. Ich hätte nicht zu hoffen gewagt, dass sie tatsächlich noch lebt. Margolotte ist in der Tat mächtig genug, um einen Ort magisch so sehr abzuschirmen, dass wir das Geisterritual durchführen können. Gut gemacht. Das ist wahrlich ein großer Durchbruch, mein Junge.
Alles ist bereit für das Geisterritual. Auf nach Kila. Ja, wir sind soweit. Es war ein harter Weg für uns alle. Aber jetzt ist es an der Zeit, dir aus deiner Misere zu helfen. Ich habe hier zwar noch einige Dinge zu erledigen, aber ich werde mich bald ebenfalls auf den Weg machen. Gute Reise, mein Junge. Wir sehen uns beim Orakel auf Kila. Ah ja, du solltest auch mit Kane, dem Krieger auf der Fregatte unten in der Eisenbucht, sprechen. Jetzt, da Kalador befreit ist, wird er sich vielleicht dazu bewegen lassen, dich auf See zu unterstützen. Ach ja, die fehlten ja auch noch, die hier. Gut, dann haben wir auch die. Moment, dann schließen wir gleich das Geistritual und die Piratenallianz ab. Das schaffe ich eh nicht. Okay, und das können wir vielleicht noch schaffen. Und das mit den Waffen ist noch. Okay, das machen wir im Hafen. Wo ist denn das Schiff? Weiß gar nicht genau, wo das ist. Geh mal nach draußen, dann kann ich es vielleicht sehen. Ja, sehen schon, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Achso, ich sehe gerade. Das Schwert war da nicht. An rechter Stelle. Da gehst du alleine hin. Ich fliege hier einfach mal über die Ländereien. Bei dem Wort Ländereien muss ich immer unweigerlich an Hogwarts denken. Ich weiß auch nicht. Die Ländereien von Hogwarts, das hat sich bei mir sehr eingeprägt. Welches ist mein Schiff? Das da links ist, glaube ich, nicht meins. Oh, das war knapp. Ich muss öfter speichern. Kann ich mit dem Boot da einfach hinfahren? Ey. An Bord, das ist mein Board, oder? Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Danke für die Heilung. Ich denke mal, er hat jetzt einen neuen Trank für uns. Hey, Captain, du musst diesen Trank hier probieren. Das ist der Hammer. Er zeigt dir alles, was tot ist und doch lebt. Ah, wirklich gruselig. Nichts für schwache Nerven. Vielen Dank. Schon etwas Besonderes hier gesehen? Die Schwerter der dunklen Krieger sind gut. Aber was macht der alte Mann mit dem Kräuterzeug hier? Er verkündet die falschen Lehren und gibt ihnen die falsche Kriegsbemalung. Das ist kein gutes Voodoo. Was? Bones ist ein schlechter? Okidoki? Jip, jip. Ein schlechter Doc? Das ist ja unvorstellbar. Kapitän? Was denkst du über diesen Ort? Hier erhebt sich eine alte Macht, die schon vor langer Zeit in Vergessenheit geraten ist. Ich bin mir sicher, dass die dunklen Krieger noch eine wichtige Rolle im Krieg gegen die Schatten spielen werden. Hm, na ja, aber vielleicht sollten sie ihre Art, sich zu kleiden, noch einmal überdenken. Komm mit. Nein. Du bleibst hier. Ja. In der Eisenbucht hat er gesagt. Ich glaube, dann weiß ich, wo es ist. Wahrscheinlich bei dem... Wünschst du dir nicht manchmal die alte Zeit bei dem wieder Lavafluss? Zurück? Meinst du die Zeit, als unser Vater ständig betrunken war? Oder meinst du die Jahre, als wir uns alleine durchschlagen mussten, weil er nie da war? Ich denke, es könnten ein paar weniger Probleme sein hier und da. Aber heute sind wir eindeutig besser dran. Okay. Polly? Meine Lieb. Ich habe Polly übersprungen. Oh nein, was habe ich getan? Eisenbucht. Was ist denn das hier unten? Dann gehe ich einfach mal hier hin. Denn da ist ja auch ein Strand. Ich muss gerade nur mal gucken, in welche Richtung ich gehen muss. Doch, das ist richtig so. Dann werde ich mich zu dem Strand dort begeben. Ich brauche gar nicht immer was essen. Ich habe doch eigene Regeneration inzwischen. Das sollte ich öfter im Hinterkopf behalten. Einfach mal speichern aus Panik. Abkürzung. Ja. Da hinten ist das Schiff. Ich glaube, da hinten, wo mein Schiff stand, war es dicht da dran. Er stellt sich doch nur tot. Ich sehe hier keinerlei Schiff. Hey. Also,
Boot meine ich, die kleinen Ruderboote. Ist hier vielleicht irgendwo eins? Ne, dann gucke ich einfach mal auf der Karte. Haha, da unten. Hier war, glaube ich, noch eins. Das können wir auch gleich mit einem Papageienflug überprüfen. Ich finde es doof, dass es keine Taste gibt, mit der man schneller sinken kann. Aber es ist nur so ein mittelgroßes Problem. Ja, da ist ein Schiff. Moment, ich lasse mich einfach hier fallen. Das hat funktioniert. Dann auf zur Fregatte der Dämonenjäger. Hallo? Speer. Speer, Speer. Wo ist denn hier wer Wichtiges? Gibt es hier überhaupt so einen? Na, da oben. Du bist doch wichtig, oder? Mein Junge. Was haben wir denn hier auf der Fregatte zu suchen, Entspann dich, ich sehe mich hier nur mal um. So, so. Aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du hier etwas zerstörst, klar? Wer hat hier an Bord das Sagen? Unser Kapitän ist in der letzten Schlacht gegen die Schatten gefallen. Also habe ich das Kommando übernommen. Du bist Krieger. Ich bin zwar kein Seemann, aber ein paar Matrosen befehligen kriegt dieser alte Feldherr noch hin, mein Junge. Die Schatten haben uns eine derbe Niederlage im Norden von Kalador versetzt. Das müssen wir erstmal verdauen. Solange wir nicht wieder zu unserer alten Stärke zurückgefunden haben, bleiben wir an Bord zwar wachsam, aber im Hintergrund. Die Menschen brauchen euch da draußen. Eine Flotte von Geisterschiffen ist auf dem Vormarsch und sie machen keine Gefangenen. Das weiß ich. Doch was sollen wir machen? Eine Fregatte gegen eine ganze Flotte? Ohne einen konkreten Schlachtplan wäre das glatter Selbstmord. Ja, ich hab doch schon ein paar. Und wenn ich einen Schlachtplan andere hätte? Schiffe. Du bist sehr hartnäckig. Also gut, mein Junge. Überzeuge mich. Die Schatten sind überall. Auf dem Meer und auch an Land. Ich sitze hier in der Mitte und kann weder vor noch zurück. Zeig mir einen Weg aus meiner Klemme und ich werde deinen Rat befolgen. Aber keine "Wir schaffen das schon" oder "Alles wird gut" Sprüche. Ich will etwas Handfestes hören, klar? Ich denk drüber nach. Mach das. So lange werde ich hier weiter vor Anker liegen, wenn's recht ist. Nee, ist nicht recht. Kalador ist befreit. Ja, ich hörte bereits davon. Das soll eine heftige Schlacht gewesen sein. Ja, das war sie. Ich war daran beteiligt. So. Dann bist du der Haudegen, von dem sie hier alle reden, ja? Reife Leistung, mein Junge. Respekt. Wer ist dein Vorgesetzter? Nee, mein Junge. So läuft das bei uns hier nicht. Ich bin ein dunkler Krieger von Kalador. Wir kämpfen aus tiefster Überzeugung gegen die Schatten. Nicht, weil uns ein seekartenwälzender Lackaffe im weißen Rüschenhemd den Befehl dazu erteilt. Aber wir haben natürlich unsere Helden und Leitfiguren. Eldrick, der Druide in der Zitadelle, ist einer von ihnen. Ein weiser Mann. Sein Wort hat großes Gewicht unter den dunklen Kriegern. Wir brauchen jetzt ein Schiff. Moment mal. Komm schon, dein Land ist befreit. Jetzt brauchen wir euch in Antigua. Antigua? Warum ausgerechnet Antigua? Wir bauen eine Flotte auf gegen den Geisterkapitän und seine Schergen. Wir brauchen euch. Aber wehe, das Ganze hat keine ordentliche Struktur und Führung. Ich will nicht Teil eines wilden Hühnerhaufens sein, der sich blindlings in die Schlacht stürzt und dabei untergeht. Fahr erst mal hin. Den Rest klären wir später. Na schön. Du kannst auf mich zählen. Ich werde da sein. Juhu! Ich gehe wieder auf mein Schiff. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, ja, Sadek. Hast du wieder etwas Neues? Warte, ich schau nach. Ah ja, hier. Das ist vielleicht etwas für dich. Mit diesem Zeug hast du den Blick des Goldes. Es kann dich alles, was aus Gold ist, in deinem Umfeld aufspüren lassen. Sollte für einen alten Piraten sehr interessant sein. Dankeschön. Ansonsten alles noch klar, irgendwer was zu sagen? Kapitän?
Ich glaube nicht. Jafar vielleicht? Okidoki? Yep, yep. Ach, das macht Spaß, das mitzusprechen. Das ist so schön gesprochen. Patty, du irgendwas? Wie geht es dir? Du siehst schlimm aus. Tja, was soll ich sagen? Ich bin immer noch eine wandelnde Leiche. Hoffentlich ist es bald vorbei. Ja, auf die eine oder andere Weise. Hey, sei nicht so negativ. Wir sind schon so weit gekommen. Wir schaffen das schon. Ich weiß gar nicht, warum unser Held negativ ist. Wir haben doch das Ritual quasi schon in der Tasche. Na gut, Polly, du hast das abschließende Wort. Schön aufpassen, Kleiner. Saufkopf, Raftan. Bis zum nächsten Mal. Euer Vogel. Tschüss. Eigentlich hatte ich ja jetzt das abschließende Wort. Na egal.